Wenn ich nicht alles tun konnte, damit du mich liebst, wollte ich trotzdem alles tun, damit du dich geliebt fühlst. Bitte vergiss das nie. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Deine Sydney. Und? Wie sehe ich aus? Du siehst super aus. Wie geht's dir? Freust du dich auf heute Abend? Juli, ist alles okay bei dir? Ist wirklich alles okay? Auch wegen heute Abend? Kannst du mich das nächste Mal daran erinnern, die anderen Ohrringe anzuziehen? Die du mir zum Dreijährigen geschenkt hast. Ich finde die nicht. Können wir wegen heute Abend mal reden? Ich würde gerne. Okay, du willst reden? Dann reden wir. Um ehrlich zu sein, habe ich wirklich gar keine Lust auf dieses Klassentreffen. Aber andererseits, mit dir an meiner Seite, wird es vielleicht doch noch ein ganz schöner Abend. Mach bitte bloß keinen Scheiß, okay? Du kannst mir vertrauen. Ich würde dir ja so gerne vertrauen. Julie, ich weiß, was du durchgemacht hast. Ich bin nicht so wie die. Ich versuche besser zu sein. Ich sag doch gar nicht, dass du so bist wie die. Du bist viel besser als alle anderen. Wenigstens drückst du mich nicht. Das ist wirklich okay für dich, die anderen wieder zu sehen? Ja. Mit dir an meiner Seite wird's ein schöner Abend. Es wird unser Abend, okay? Aber wir sollten mal so langsam los. Danke. Du siehst aber auch echt süß aus. Wie läuft es mit deinem Medizinstudium? Medienwissenschaften und es läuft ganz gut. Ich komme zurecht. Na schön. Wollen wir uns was zu trinken holen? Oskar müsste ja auch irgendwo sein. Geh schon mal vor, ich komme nach. Okay. Okay. Bis später. Echt cool, dass du es heute alles organisiert hast. Danke. Kein Problem. Ich war mir auch gar nicht sicher, wie viele überhaupt kommen würden. Also Dave hat zugesagt, dann hat Dave abgesagt. Luke kann irgendwie nicht. Wollte aber auch noch... Was ist? Du hast dich echt nicht verändert. Ist das ein Kompliment? Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Du hingegen hast dich aber ein kleines bisschen verändert. Das darfst du gerne als Kompliment. Jakob, Alter! Hi! Oskar! Na? Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, Mann. Alter, schön, dich zu sehen. Oh, ja. Komm, lass mal was trinken. Ja. Du weißt, gibt's ein neues. Lass mal was trinken. Hey, Amigo. Ja? Hast du Feuer für mich? Ja. Danke.
Sag mal, ist zwischen dir und Judy alles klar? Hey. Judy ist nicht das Problem. Sydney ist das Problem. Sydney? War sie nicht sonst immer diejenige, die alle Probleme gelöst hat? Na, Süße? Bist du soweit happy? Ich glaube, ich mache mich gleich schon auf den Weg. Aber ihr kommt ja alleine zurecht, oder? Na komm schon. Doch nicht etwa... Es tut mir leid, dass du sie heute Abend zusammen sehen musstest. Das brauchst nicht. Ich habe damit abgeschlossen und ich bin cool damit. Ich bin aber nicht cool damit, dich so zu sehen. Ich habe nicht vergessen, wie sie dich damals ausgenutzt hat, nur um dich dann wegzuschmeißen. Ja, aber jetzt ist sie das Problem. Ich glaube, ich habe noch Gefühle für sie. Also ganz ehrlich, das überrascht mich nicht. Du und Sydney, ihr wart schon immer füreinander bestimmt. Und das habe nicht nur ich gedacht. Genau das ist mir bewusst. Ich weiß, dass ich mit ihr glücklicher wäre als jetzt. Ja, und das meine ich ja auch. Sie ist diejenige, die dir wirklich gut tun würde. Nichts gegen Judy, also verstehe mich nicht falsch, aber zwischen euch beiden, ich fühle es einfach nicht. Hey, ich fühle schon lange nichts mehr für Judy. Wahrscheinlich liegt es wirklich einfach an Sydney. Ich konnte sie nach all der Zeit nicht vergessen. Egal, wie sehr ich es versucht habe. Es ging nicht. Das macht es nicht leichter. Sogar ich weiß nicht, was ich tun soll. Mann, er hat Judy und er wird sie ganz sicher nicht verlassen. Denkst du wirklich, dass er glücklich ist? Mann, er hat sich damals für sie entschieden und dagegen kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Es ist mir egal, mit wem er glücklich ist. Hauptsache, er ist glücklich. Ich glaube, du musst dich von Judy trennen. Ich glaube, du musst sie verlassen. Ich kann Judy nicht verlassen. Ich war schon einmal kurz davor. Aber ich kann es nicht. Wenn du so weitermachst, bist du derjenige, der daran zerbrechen würde. Also, lüg dich nicht selber an, Mann. Was willst du? Was ich will? Ja. Ich will Sydney. Sie ist diejenige, die ich wirklich liebe. Und ich will ihr auch sagen, dass ich sie liebe. Ja, aber dann musst du es mit Judy beenden. Und je früher, desto besser. Das wäre nur das Beste für alle. Auch für Judy. Halt die Schnauze. Sag doch mal. Ich sagte, halt die Schnauze! Seid ihr taub? Oh Mann! Wo ist Sydney? Wo ist Sydney? Was ist das, ha? Was ist das? Woher hast du den? Ich kann das erklären. Was soll der Scheiß? Denkst du, kannst so ein Klassentreffen auf die Beine stellen? Nur um dann hinter meinem Rücken Jakob sowas zu schreiben? Was verheimlichst du mir noch, ha? Vögelt ihr miteinander? Nein. Und ich habe den vor 2 Jahren geschrieben. Das sollte ein Abschied sein. Das musst du mir glauben. Ich glaub dir kein Wort. Beende es auf deine Weise. Oder ich beende es auf meine. Ich lass nicht zu, dass ich schon wieder betrogen werde. Und ich lass auf gar keinen Fall zu, dass du mir Jakob wegnimmst. Das musst du gerade sagen. Du bist doch damals zwischen uns gekommen, hast mich im Glauben gelassen, wir beide wären Freundinnen, nur um dich selber an Jakob ranzuholen. Ich glaub dir kein Wort. Komm mir nicht in die Quere oder du wirst es bereuen. Keine Sorge, das mache ich schon. Jakob, was ist das? Kannst du mir das erklären? Woher hast du das?
Oskar, könntest du uns kurz alleine lassen? Ja, ja, klar. Danke. Mädels, ja, gucken Sie, wir sind draußen im Regen. Was zur Hölle ist überhaupt los? Ja, keine Ahnung. Also, wie ist die Stimmung bei Julie so? Keine Ahnung, woher soll ich wissen, wie es Julie geht? Weiß sie. Komm. Hey, Julie, na? Was? Alles klar? Mhm. Sag mal, was war denn vorhin? Warum trägst du den bei dir? Dann auch noch, wenn deine Freundin bei dir ist. Was hast du dir dabei gedacht? Wirklich, du Vollidiot! Ich dachte, ich könnte dir damit was beweisen. Ich dachte, es würde mir helfen, nur... Hast du nicht verstanden, dass ich mich damit verabschieden wollte? Ja, ich weiß, ich hatte den Brief vergessen. Hast du auch vergessen, dass du derjenige warst, der gesagt hat, wir können nie mehr als Freunde sein. Und als ich das akzeptiert habe, hast du auf unsere Freundschaft geschissen. Also überleg dir jetzt gut, was du als nächstes sagst. Ich hätte ja schon so lange sagen sollen. Was? Was denn? Ich liebe dich. Ich hab dich schon damals auf eine Weise geliebt, die mir jetzt heute erst bewusst wurde. Mann, was kann ich denn dafür, dass das kleine Ding keine Chance bei ihm hatte? Ich habe meine Chance gesehen und sie genutzt. Das ist schon dabei. Du hast Sydney ausgenutzt. Das ist dabei. Sydney interessiert mich wirklich einen Scheißdreck. Außerdem, wir alle spielen doch gerne mal nach unseren Regeln. Und sind wir mal ganz ehrlich, keiner von uns schläft gerne allein in seinem Bett, wenn er die Wahl hat. Und denkst du wirklich, dass ihr beide eine Zukunft habt? Selbstverständlich haben wir eine Zukunft. Jakob würde mich nie verlassen. Bleib froh sein, mich als Freundin zu haben. Außerdem sind wir verdammt glücklich miteinander. Judy, der ist nicht glücklich mit dir. Vertrau mir. Tja, ich sehe selbst in einem zerbrochenen Spiegel noch gut aus. Was soll das denn bitte heißen? Es soll heißen, dass ihr beiden absolut keine Ahnung von unserer Beziehung habt, okay? Ihr habt keine Ahnung, was wir durchmachen mussten. Also glaubt mir, wenn ich euch sage, dass wir verdammt glücklich miteinander sind. Weißt du eigentlich, wie lange ich gebraucht habe, um dich zu vergessen? Wie viel Kraft es mich gekostet hat, über dich hinwegzukommen? Ich respektiere voll und ganz, nach all den Jahren keine Gefühle mehr für mich hast. Aber zumindest weißt du es jetzt. Es tut mir so leid, dass ich dir den Arm versaut habe. Hör bitte auf, dich zu entschuldigen. Das war so dumm von mir zu glauben, dass es hier alles eine gute Idee gewesen wäre. Ich glaube, ich hole meine Sachen und ich gehe. Hey, da bist du ja. Komm bitte endlich gehen, die sind alle so ein Abfall. Ich weiß jetzt, weshalb wir die nicht mehr treffen wollten. Lass uns einfach nur. Du hast dem Ganzen doch ein Ende bereitet, oder? Ich glaube, es wäre besser, wenn ich jetzt eine Weile bei meinen Eltern bin. Was? Was meinst du? Du magst zwar denken, dass ich der Richtige für dich bin, aber das bin ich nicht. Es passt einfach nicht. Hast du gerade mit mir Schluss? Mit diesem Miststück? Es geht um dich und mich. Es passt einfach nicht mehr. Ihr beide fickt euch doch. Sorry, wirklich, ich hätte viel früher schon. Nein, ganz ehrlich,
Ich hoffe, du und Sydney werdet glücklich miteinander. Eure Beziehung wird hoffentlich viel schöner. Wirklich, ihr habt euch beide so verdient. Das mit Sydney wird auch nichts mehr. Zumindest hast du in der Hinsicht gewonnen. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es nie zu spät, das Geschichten neu zu schreiben. Manchmal braucht es eine Zeit, bis man erkennt, wer die eigentlichen Hauptfiguren im Leben sind. Man sagt Freunde, sind die Familie, die man sich aussucht. Anders ist es mit der Liebe. Wir können uns nicht entscheiden, wie, wann oder wen wir lieben. Irgendwann erwischt es jeden von uns und wir können nichts tun.